Vielen Dank fürs Kommen. Ich bin darüber informiert worden, dass der Informationssicherungsprozess im Finanzministerium mittlerweile abgeschlossen ist. Damit endet nicht nur ein langwieriger, sondern rechtlich auch einzigartiger Vorgang. Wie auch der Herr Bundespräsident bereits betont hat, haben wir in vielerlei Hinsicht Neuland betreten. Neu war auch unter anderem, dass die Opposition Beweisverlangen gestellt hat, die in dieser Form noch nie dagewesen sind. Nicht neu aber für das Finanzministerium war der Prozess, mit dem wir, wie in den vergangenen Jahren üblich, die Aktenlieferungen abgewickelt haben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben anhand des jahrelang etablierten Prozesses die entsprechenden Unterlagen an den Untersuchungsausschuss übermittelt. So wie auch bei den 35 Beweisverlangen des aktuellen Untersuchungsausschusses davor. Wir haben insgesamt 26.000 elektronische und rund 14.000 Akten in Papierform an den Untersuchungsausschuss geliefert. Das Zusammenstellen der tausenden Unterlagen haben die Mitarbeiterinnen im Übrigen neben ihrer ohnehin schon sehr herausfordernden Tätigkeit im Finanzministerium erledigt. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch einmal bedanken. Wir haben den Vorgang der Aktenlieferungen auch noch einmal rechtlich überprüfen lassen. Darauf wird der Herr Dr. Kappel noch genauer eingehen. Seine Kanzlei hat eines von mittlerweile 4 Gutachten erarbeitet, die die Vorgangsweise sowie auch die Rechtsansicht des Hauses bestätigt haben. Als Dienstgeber habe ich mich an klare gesetzliche Grundvoraussetzungen zu halten. Als Dienstgeber darf ich nicht in Postfächern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hineinschauen. Wir dürfen nicht Daten von Mitarbeitern einfach serverseitig abziehen. Der Dienstgeber hat auch nicht zu entscheiden, welche Korrespondenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter privat ist und welche nicht. Und vor allem darf der Dienstgeber die Daten der Mitarbeiter auch nicht durchsuchen, denn das wäre ja so etwas wie Zensur. Im Übrigen hat auch die Frau Justizministerin Salic im Untersuchungsausschuss ausgesagt, dass sie sich nicht jede Aktenlieferung des Untersuchungsausschusses selbst ansieht, weil, Zitat, die zuständige Sektion hat das geprüft und hat oder wird vorlegen. Das heißt, dort dürfte es einen sehr ähnlichen Prozess geben. Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten ist daher alles seitens des Finanzministeriums geliefert worden. Klar ist allerdings auch, dass unterschiedliche rechtliche Möglichkeiten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Ein vom Bundespräsidenten beauftragtes Organ hat natürlich andere Zugriffsmöglichkeiten als ein Dienstgeber. Was wir aber jetzt nach diesem langwierigen und aufwendigen Prozess mit Sicherheit sagen können, ist: erstens, es gibt keine E-Mails von mir. Zweitens, die vorgelegten Unterlagen betreffen nicht meine Amtszeit als Finanzminister. Und drittens, das Finanzministerium hat alles, was rechtlich möglich war, vorgelegt. Ich sage das deshalb auch in dieser Deutlichkeit, weil einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Hauses in den vergangenen Wochen öffentlich von Seiten einiger Oppositionsabgeordneten Fehlverhalten unterstellt worden ist und einzelne Abgeordnete auch mit nachweislich falschen Behauptungen agiert haben. Und ich finde, das verdienen sich langjährige verdiente Staatsdiener nicht. Ich habe daher bereits vor einigen Wochen eine Entschuldigung der Opposition bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzministerium gefordert und das erwarte ich mir nach wie vor. Abschließend, ich bin überzeugter Demokrat und Patriot und der Verfassung und den Institutionen in Österreich zutiefst verpflichtet. Sollte allerdings zu irgendeinem Zeitpunkt ein anderer Eindruck entstanden sein, dann möchte ich mich dafür aufrichtig entschuldigen, so wie ich das bereits getan habe. Natürlich werden wir bei künftigen Aktenlieferungen die Lehren aus den Erkenntnissen der letzten Monate ziehen. Und zum Schluss darf ich mich auch beim Herrn Bundespräsidenten für die umsichtige Vorgangsweise in einer sehr, sehr schwierigen Situation auch bedanken.